Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier. Mit einer weiteren Folge vom eBay-Format. Dem einzigen wirklich aktiven, überhaupt laufenden Format auf meinem Kanal. Wir schauen uns Sachen auf eBay an bezüglich Pokémon Go. Nicht nur eBay. Wir haben auch schon mal auf Amazon vorbeigeschaut. Ich habe noch ein paar andere Sachen in petto, sag ich mal. eBay-Kleinanzeigen, Shock oder wie auch immer das heißt. Aber ganz viele Leute haben jetzt danach gefragt. Denn wir hatten gerade erst ein Event, wo es zwei neue, sehr, sehr seltene Shinies gab. Shiny Komalat und Shiny Riolu. Beide habe ich nicht bekommen. Ihr könnt die Videos abchecken und da euren Kommentar hinterlassen, ob ihr einen bekommen habt. Und jetzt haben mich natürlich viele gefragt, yo Hong, das musst du abchecken. Wie sind die Preise für Shiny Riolu jetzt auf eBay? Ich bin selber sehr gespannt. Ich kann es mir nur vorstellen. Den konnte man nur brüten. Das heißt, selbst so Spoofer-Accounts oder so, die konnten sich natürlich eine Menge Shiny Komalat erst spoofen, antippen und dann jetzt auf eBay verkaufen. Aber Riolu, dazu muss man ja brüten. Auch da haben Spoofer-Accounts nicht unendlich Chancen. Die haben eigentlich genau dieselben Chancen wie wir. Die können halt nur schneller brüten und sich weniger bewegen. Aber ansonsten bin gespannt. Also, Pokémon Go. Pokémon Go. So. Wir haben wie immer die drei regionalen Legendären vom Seen-Trio. 8,15 Euro. New Account, alle regionalen. Ich muss das mal kurz reinschauen, was eigentlich alles regional ist. Aha, der rote, ja. Der Kaktus und der Eier. Und noch ein anderer Fisch. Okay, jetzt ist so interessant. Komalat Level 35, beziehungsweise die Entwicklung. Kaufe 3, geht. Kauf 3, bekomm einen umsonst. Gutes Angebot. So, was? One purchase, give me your finger and teleport to you, yes. Ich garantiere euch, diese Methode ist 100% safe und keine Bans und Warnings und sowas für euch. Ja, an sich nicht, weil ihr macht ja gar nichts. Ihr erhaltet nur ein ercheatetes Pokémon. Aber generell gesagt, ihr macht nichts Falsches. Der Kerl spooft sich zu euch und dann tauscht ihr und dann nichts. Kein Risiko für euch. Aber wo steht das mit 3 zum Preis von einem? Wie viel kriegt man da? Für 9 Dollar, 10 Dollar? Kaufe 3. Achso, vielleicht muss man dreimal dieses Angebot kaufen. Also 30 Dollar für 4 Stück. Das ist schon extrem teuer. So. Allgemein ein paar Shinies für 25 Euro. Jo. Ich meine, ganz ehrlich. Die Pässe, die wir dafür ausgeben, 25 Pässe, das ist ja nichts. Und da kriegen wir so und so viele Shinies. Ist an sich schon ein gutes Angebot, um ehrlich zu sein. Oder was meint ihr? Gerne unten in die Kommentare. Und falls ihr mich und den Kanal unterstützt, gebt gerne ein Like, einen Kommentar, ein Abo. Aktiviert die Glocke. Aber das ist doch eigentlich ziemlich krass. Weil normal, Digga, ich mach Raid Tour. 30 Stück und so und kriegt nicht mal ein oder sowas. Und das sind schon mal 30 Euro. Grob gesagt. Pokémon Go, eine Stunde Pokémon fangen, 5 Euro. Ah ja. Fangservice. Ich biete dir hier an, mit deinem Account eine Stunde Pokémon zu fangen. Ich laufe die effizienteste Route in meiner Stadt. Aus welcher Stadt kommst du denn? Mit 4 Pokéstops ab und fange alle Pokémon, die ich sehe. Dabei bin ich selbst zu Fuß unterwegs, also kein Fake-GPS oder ähnliches verwendet. Was bekommst du zwischen 60 und 100 Pokémon? Das ist pro Stunde aber gar nicht so viel. Das ist eigentlich ziemlich schwach, 60 pro Stunde. Das ist extrem schwach, Mann. Auf Wunsch kann auch gegen Pokémon Reaper gekämpfen oder Raids bis 2 Sterne gemacht werden. Jedoch fange ich dann weniger Pokémon insgesamt. Was ich von dir brauche? Deine Zugangsdaten. Ein Zeitraum von ca. 9 Stunden, in dem du nicht spielst. Also ich soll 9 Stunden nicht spielen, damit du eine Stunde spielen kannst, anstatt dass ich in diesen 9 Stunden spiele und mehr mache, ein Vielfaches mehr als du in dieser einen Stunde. Vor allem, nachdem du gespielt hast, braucht es wieder 9 Stunden, also 9 Stunden ist übertrieben, ihr könnt früher reingehen, wahrscheinlich, aber danach braucht es halt auch nochmal eine Zeit. Das heißt, im Grunde genommen könnt ihr einfach den ganzen Tag nicht spielen, damit der Typ eine Stunde spielt und seine 60 Pokémon da fängt. Digga, nein!
Einfach nein, Mann. Ich höre direkt negative Bewertung. Nein. Inkognito. Ich habe mich immer noch nicht drum gekümmert. Ich habe mir bisher einen ertauscht für die Sammlung. Ansonsten, okay, da ist aber auch nichts dabei, was man gebrauchen könnte. Ansonsten habe ich mich immer noch nicht drum gekümmert. Liverpool, Freitag geht die Verlosung los mit ein paar interessanten Tickets. Mal schauen. Ich versuche natürlich beide zu bekommen und dann werde ich wahrscheinlich dahin fahren, falls ich ein Ticket bekomme. Und da gibt es den Buchstaben V. Gegen Liverpool wahrscheinlich. V seltener Buchstabe, ich habe den nicht. Und dementsprechend ein extra Anreiz. Aber schauen wir mal. So, wo sind jetzt die Shiny Riolos, Alter? Muss ich extra Shiny Riolo eingeben hier? Hier, Shiny Commoner. 20 Euro. Level 30. Shiny Commoner, ja. Übertrieben. 5er könnte man schon zahlen, an sich. 20 Euro. So selten war der jetzt auch nicht, um ehrlich zu sein. Wenn man den wirklich gejagt hat, hätte man den schon bekommen können. Und so viele haben den auch zur Abgabe, also 20 Euro ist übertrieben. Okay. Shiny Hippopotas, 11,74. Ah, hier, 7,74, echt billige. Vertrauenswürdiger Verkäufer, alles klar. Aber ich glaube, das ist... Wieso ist es Englisch und die Beschreibung ist Deutsch? This order's for a guarantee. Ah ja, doch, Shiny Gibbel. Okay, ein Shiny Gibbel. Für 6,5 Pfund. Hier bieten die schon mal Chanerga im Voraus an. Für 7 Pfund ungefähr. Kriegst du einen Shiny Chansey. Interessiert uns nicht. Wo ist Riolo? Oder ist Riolo so selten, dass es keiner anbietet? Shiny Burmi. Auch relativ selten. 7 Euro. Das sollte man zuschnappen. Shiny Chansey. Alle Dinge in der Pokémon. Nee, danke. Oh, 3 Exio. Ich weiß, irgendwas mit M heißt er auf Deutsch, glaube ich. Heute kam einer rein in München. So. 3 Stück. Wieso Versand 94, Mann? Zum Tauschen braucht man keinen Versand. Wo gibt's hier Shiny Riolo? Muss ich echt was? Ach so. Bieten. Sofortkauf 250 Euro. Alles klar. Bieten. Wann läuft es aus? In 5 Tagen. Heute ist 17. Was ist? 17. ist Montag. Dienstagabend oder Montag irgend sowas. Montagabend. Aus Dorsten, Deutschland. Sollen wir das mal beobachten? Ich gehe mal auf Beobachte. Ich bin nicht eingeloggt, glaube ich. Ja, toll. Beobachtet dieses Angebot, Leute. Gebt Bescheid. Schreibt mir auf Instagram, schreibt in die Kommentare, bei wie viel das Angebot endet. Ich bin echt gespannt, wie hoch das raufgeboten wird. Ach, 250 Sofortkauf. Nee, danke, Mann. Interessant. Schauen wir uns auch ein Account vielleicht sowas an. Muss ich mal filtern. So, ich habe eingegeben, verkaufte Artikel, dann nach höchster Preis und das ist der höchste, letzte, der angezeigt wird, vom November noch. 650 Euro dafür ausgegeben. 2 Millionen Sternstaub. Wo ist die Artikelbeschreibung? Schauen wir doch mal. 507 Shiny. 200 Legendäre, 37 Shiny Legendäre, 507 Shinies, 151. 2 Millionen Sternstaub. Okay. Gibt's hier Bilder? Es gibt hier Bilder. 32 Millionen. 100er. Aber 100er bringen an sich hier nichts. Ein bisschen was zum Tausch, ein bisschen ertauscht. Ja. Wie viel hat der gekostet? 600 Euro, oder? Nichts Interessantes für uns. Ja.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas mit dabei ist, was halt so viel wert. Selbst die Masse an sich ist es ja nicht wirklich wert, weil... Wie oft kannst du mit deinem Account tauschen? Ja, man kann es... Ja, also ich betrachte es immer als Tauschobjekt, also um mir alles rüber zu tauschen. Ich betrachte es nicht als, ich kaufe mir den Account und verwende den Account. Sonnenfell. Oh, interessant. Shiny Sonnenfell. Ah, den könnte man wahrscheinlich auch einzeln irgendwo kaufen. Alle Regis? Ne, zwei Regis. Ja, da sind schon ein paar gute Sachen dabei. Xelia, Giratina. Oh, wisst ihr, was mich interessiert? Krypto. Pokémon Go. Krypto. Shiny. Das interessiert mich. Ob jemand die verkauft. Hab ich bisher noch nicht gesehen, weil das ist das, was ich jage. 302. Was? Achso, Pokémon Go Account. Zwei Shiny Yolo. Ich habe noch den Filter an, was verkauft wurde. Und das wurde sogar tatsächlich verkauft. 302 Euro? Also 255 Pfund. Zwei Shiny Yolo. Okay. Ja. Oh. Spitzenblitz. Hippopotas. Ja. Ist schon nice. Wampel. Oh ja. Ja. Da hätte man echt zuschlagen können. Da hätte man schon zuschlagen können. Naja. Ich suche aber... Ah ja, hier einen. Ein Shiny Crypto Kindwurm. Plus Account, aber mich interessiert ja hauptsächlich nur... das Kindwurm. Sonst wird das gar nicht so oft angeboten, weil es ja natürlich auch aufwendig, sag ich mal, die zu bekommen. Du brauchst einen Account, der stark genug ist, um die Rocket Stops zu machen, und dann musst du die ganzen Rocket Stops farmen. Und ja, das ist schon aufwendig und dementsprechend lohnt sich das wahrscheinlich nicht. Und die ganzen Spoofer klicken sich ja nur durch die ganzen Pokémon, um sich dann die ganzen Hippopotas zum Beispiel oder Kamelot zu sichern und dann zu verkaufen. Ist wahrscheinlich ergiebiger und weniger Nachfrage wahrscheinlich. Wer braucht schon die ganzen Crypto-Shinies, außer... mir zum Beispiel jetzt, der das extra sammelt, aber die wenigsten sammeln das. Deswegen nicht so viele Angebote und vielleicht sollte man da zuschlagen. Aber ich kenne einen, der hat zwei von denen, also Konsti, vielleicht gibst du einen ab, aber muss jetzt nicht sein. Und noch was wollte ich noch schauen. Nicht Shiny Erlös. Ah ja. Pokémon Go. Shiny Pad. Bumpel? Ne. Ah ja, hier. Wohin genau? Ja, ich habe hier überlegt, ich will ja immer die beste Stufe. Und ich habe zwar ein Shiny Lucky, wohin genau? Aber ein Shiny Hut Lucky, wohin genau, ist ja eigentlich besser. Bei manchen mit Hut ist es, kann man es machen. Wie zum Beispiel jetzt Gengar kommt, ich habe noch keinen Shiny Lucky Gengar. Deswegen hole ich mir einen Shiny Lucky Hut Gengar. Aber 20 Euro. Also nicht, dass ich echt kaufen würde. Ich tausche es mir eh irgendwann irgendwo, weil ich brauche es ja Lucky, also. Und hier genau, radikal auch ungefähr 20. Alles klar, nur so ungefähr zum abschätzen. Dann gibt es natürlich noch die hier, die Halloween-Dinger. Falls sie jemand haben will. Mein Kleiner hat sogar alle drei. Die habe ich extra mit dem Kleinen gejagt. Ja, interessant, interessant. Das war's von mir, Leute, und von dieser Folge. eBay-Format, Shiny Yolo, wie ist das, Shiny Crypto, paar interessante Angebote, dieser eine Account mit den ganz vielen Shinies für, was war das, 25 Euro oder so, finde ich, kann man machen, wie gesagt, ein Pass kostet 1 Euro ungefähr, also das war's von mir, Leute, war wieder sehr interessant, ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter, checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon Serious Business.